Hallo liebe Leute, in diesem Video möchte ich mich für 10.000 Abonnenten bedanken und bei der Gelegenheit einmal erzählen, wie mein Kanal entstanden ist, aus welcher Motivation, wie er sich entwickelt hat und welche Gedanken ich mir gemacht habe. Vorab noch etwas anderes. Wie ihr gemerkt habt, habe ich jetzt seit über 7 Tagen kein Video mehr gepostet. Das ist nicht freiwillig geschehen, sondern ich wurde von YouTube gesperrt für eine Woche. YouTube hat mein letztes Video mit Bodo Schiffmann gelöscht. Sie haben sich da anscheinend an eine Aussage gestoßen von Bodo Schiffmann, die der WHO in Bezug auf Covid-19 widerspricht. Ich vermute mal, es ging um die Masken, aber es spielt auch keine Rolle. Der entscheidende Punkt ist, dass es mir nicht aufgefallen ist und es für mich vollkommen überraschend kam und dass es für das Video keine zentrale Rolle gespielt hat. Man kann davon ausgehen, dass das wieder passieren wird. Wie ihr wisst, bringe ich in meinem Kanal ja sehr oft O-Töne. Und ich möchte auch in Zukunft O-Töne zu Covid-19 bringen. Weil sonst ist ja das Ziel erreicht, dass ich sozusagen mundtot gemacht bin und aus Angst nichts mehr poste über Covid-19. Das möchte ich aber weiterhin tun. Es wird aber sehr wahrscheinlich so sein, dass irgendwann werde ich irgendwas nicht bemerken. Ich werde natürlich probieren, eine zweite Verwarnung zu vermeiden. Aber ich denke, sie wird unweigerlich kommen. Irgendwann werde ich die zweite Verwarnung haben und dann kann ich 2 Wochen lang nichts posten und bei der dritten Verwarnung wird mein Kanal gelöscht. Und deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr meine Videos mögt, dann abonniert meinen Zweitkanal Politik, Psychologie und anderes Alternative. Weil es wird so sein, ich werde irgendwann auf diesen Kanal wechseln müssen. Dieser Kanal hier, das hat schon jetzt ein Ablaufdatum, ist vollkommen klar. Die zweite Verwarnung wird kommen. Und wenn die zweite Verwarnung kommt, dann muss ich 3 Monate Pause machen auf dem Kanal. Weil das kann ich nicht riskieren, wenn ich dann eine dritte Verwarnung bekomme, ist mein Kanal gelöscht. Das heißt, nach der zweiten Verwarnung ist hier auf dem Kanal Schluss. Und dann muss ich auf dem anderen Kanal weitermachen. Wenn aber da keine Abonnenten sind, dann werden meine Videos nicht verteilt werden. Jetzt zu den Anfängen meines Kanals. Ich habe den Kanal im Juli letzten Jahres gegründet und die Motivation war, dass es zwar viele tolle Kanäle gab, die die Situation gut beschrieben haben. Also, dass die Altmedien lügen und dass es nicht in Ordnung ist. Aber was mir nicht gefallen hat bei vielen Kanälen, ist, dass die Linken, in Anführungszeichen, dass sie unterschätzt wurden. Weil genau das wollen sie. Sie wollten immer unterschätzt werden, weil unter dem Alibi der Dummheit konnten sie schön ihre Hetze verbreiten über die ganzen Jahre. Sie haben immer gegen die AfD, damals die Querdenken-Leute, ihr werdet es vielleicht auch noch irgendwann verstehen, aber jetzt das mit Corona, das ist jetzt nicht erst seit Corona so, dass die Dinge nicht in Ordnung sind, das ist schon vorher so gewesen. Schon seit den 2000er Jahren ist mir das stark aufgefallen. Also auch schon vor der Gründung der AfD. Und aus dieser Protest heraus gegen diese Art und Weise, das hat sich an vielen Sachthemen gezeigt, wurde die AfD gegründet und seitdem wird die AfD schlecht gemacht. Und die gegen die AfD, die Linken, in Anführungszeichen, hetzen andauernd gegen die AfD und diese ganzen Leute auf den Kanälen haben immer über die Leute, über diese Linken gelacht. Die sind ja so dumm, weil sie haben nicht verstanden. Sie haben gedacht, ja, die wollen auch, dass es die Zukunft gut ist und das Materielle, das ist das Allerwichtigste, dass man gut leben kann. Dass die auch das Ziel haben unter der Bedingung, dass sie auch dieses Ziel haben, wäre es ja dumm, was sie machen. Nur davon kann man nicht ausgehen. Die Menschen haben schon immer verrückte Dinge gemacht. Und jedenfalls ist die AfD, wurde immer von diesen Linken bedrängt, in die Defensive gebracht. Und die ganzen Leute haben es unterschätzt, haben das nicht mitbekommen, haben auch diese Feinheit der Methode, wie sie systematisch schlecht gemacht haben, Täuschung ohne Lüge, dass das ganz ausgefeilt ist, dass das Unterbewusstsein attackiert wird. Das war mir schon vor einem Jahr vollkommen klar. Und auch die AfDler, wie sie in den Talkshows fertig gemacht wurden, ich konnte es nicht mehr ertragen. Und da habe ich die Notwendigkeit gesehen, ich muss jetzt hier auch einen Kanal machen. Und bei meinem Kanal soll es dann nicht nur darum gehen, aufzuzeigen, dass die Dinge nicht in Ordnung sind,
sondern auch zu zeigen, wie das passiert und auch warum. Wenn man das weiß, dann kann man auch etwas dagegen tun. Manche werden sich vielleicht erinnern, meine ersten Videos habe ich auf einem Calisthenics-Platz abends oder nachts gedreht. Es war für mich ein großer Schritt, mein Gesicht zu zeigen, und ich wollte es dann erstmal so ein bisschen unkenntlich sein. Und dann habe ich einfach das Handy genommen und habe aufgenommen. Und ich habe dann ganz viele Videos gemacht und es war auch ganz gut. Ich war dann begeistert, 20 Aufrufe, 100 Aufrufe, das war dann schon super. Oder sogar 200 Aufrufe, das war dann ganz viel. Und dann war es aber so, nach einigen Videos, nach 20, 30 Videos, hatte ich dann eigentlich alles Wichtige gesagt. Und die Qualität, was ich gesagt habe, meiner Meinung nach, ist nicht viel schlechter gewesen als das, was ich jetzt heute auch erzähle. Vor allem damals konnte man das noch nicht, vor einem Jahr, in einem Jahr ist wahnsinnig viel passiert. Und ja, damals war das eigentlich noch aktueller, als es heute war. Weil ich habe in allem eigentlich genau recht behalten. Es zeigt sich jetzt immer mehr genau das, was ich vor einem Jahr gesagt habe. Aber auf jeden Fall war dann nach 30 Videos, war es dann so gewesen, ich hatte jetzt eigentlich alles Wichtige gesagt und ich hatte aber trotzdem erst irgendwie 40 Abos. Und das war dann ein bisschen schwierig. Dann kam es einem so vor, du brüllst in den Wald und das hört dich niemand. Und dann habe ich angefangen, mir was Neues auszudenken. Und dann auch mit, habe mir gedacht, okay, du musst jetzt mit Material arbeiten, mit Zeitschriftenartikeln, mit Videoausschnitten. Und dann wollte ich so Videos machen. Und dann bin ich umgezogen von dem Calisthenics-Platz oder von irgendwelchen Außenaufnahmen, was ich eigentlich schöner fand als hier diese Umgebung hier. Und dann bin ich aber umgezogen in mein Musikstudio hier unten und habe dort immer die Videos gedreht, weil ich hier gleich meinen Bildschirm neben mir habe und dann viel besser das Material gleich schneiden konnte, aufnehmen konnte, dann nochmal aufnehmen konnte. Das war dann einfach praktisch. Also hier unten zu drehen, das ist hier ein Keller. Da hört mich auch keiner, da habe ich meine Ruhe. Da war es einfach sehr praktisch zu arbeiten, aufzunehmen. Auch wenn es natürlich nicht besonders schön ist, sieht man ja hier hinten diese Rohre. Man sieht, das ist ein Kellerraum. Wer die alten Aufnahmen kennt, der weiß auch, das ist hier ein Lagerraum. Ist natürlich für die Akustik ganz gut, die ganzen Elemente, dadurch habe ich hier einen guten Ton. Weil der Feind eines Tontechnikers sind kahle Wände. Und deswegen war dieser Raum hier ganz geeignet, mir hier mein Musikstudio einzurichten. Und hier arbeite ich jetzt auch. Und dann ging es aber auch wenig langsam voran. Also es war dann, ich hatte mal eine kleine Community, es war schön. Und dann kam aber da habe ich bei Ritter der Meinungsfreiheit, heißt er heute, da hatte ich ein Video entdeckt mit Mike Moring. Und es hatte bei ihm schon irgendwie 5000 Aufrufe gehabt oder 7000, das war natürlich wahnsinnig viel. Und dann dachten wir, ja gut, das haben die jetzt schon alle bei ihm gesehen, aber ich finde das so cool, ich finde das so lustig. Ich poste es bei mir auch nochmal. Und da habe ich dann ein relativ gutes Cover gemacht. Und das Video hat dann sehr viel gebracht. Also ich habe dann durch das Video 100 Abonnenten bekommen und das war für mich damals wahnsinnig viel. Und vorher war ich schon so ein bisschen dabei, ja gut, jetzt hast du alles erzählt, jetzt hast du immer noch 50, 60 Abonnenten, was willst du denn jetzt machen? Jetzt kannst du es eigentlich auch lassen. Und dann durch dieses Video mit dem Mike Moring, mit dem ich dann 100 Abonnenten bekommen habe, hat mir dann doch nochmal Auftrieb gegeben, da habe ich gesehen, das geht. Und dann kamen ein paar andere Videos und dann war es 200 Abonnenten, 300 Abonnenten. Und da habe ich wirklich Vollgas gegeben. Also das sieht natürlich jetzt aus heutiger Sicht anfängerhaft aus. Aber dann, das war dann wirklich der Schub, das dann voll zu probieren. Dann habe ich also viel Zeit investiert, habe meine Doktorarbeit vernachlässigt. Aber es war mir auch so wichtig. Und dann, so ab Februar, dann ging es plötzlich relativ schnell. Also ich war dann bei 400 Abonnenten. Und dann, ja, dann hatte ich ein paar virale Videos. Ich glaube mit Alice Weidel, mit dem Ton. Das hat dann 17.000 gehabt. Und genau, und dann kam bei Anfang Corona, kamen diese alten Reposts eigentlich. Das waren Videos die waren schon ein halbes Jahr alt gewesen. Und die habe ich ich hatte dann einen Repost-Kanal gemacht, die hatte ich dann erst auf meinem Repost-Kanal hochgeladen. Da dachte ich mir, das ist doch eigentlich ganz gut, die zu kommentieren. Da ist eigentlich viel Interessantes dabei, was man kommentieren kann.
Dann hat diese Schnipsel genommen, hat sie kommentiert und dann hat das 170.000 Aufrufe bekommen. Das war natürlich dann, haben ganz viele Leute meinen Kanal entdeckt. Dann kam Corona, ich war dann durch meine Familie irgendwie beeinflusst, da werden sich auch einige erinnern. Da habe ich mich dann auch von Boris Johnson, der Erkrankung und dass alle Länder es machen. Ich habe dann auch gedacht, man sieht auch die Täuschung von den Medien, die kann bei jedem funktionieren. Also bei mir hat es auch funktioniert. Ich habe dann gedacht, meine Follower sind blöd, wenn sie sagen, Corona ist nicht so gefährlich. Und ich habe mich auch viele in meinem Umfeld beeinflusst. Also viele in meinem Umfeld haben Panik gemacht und haben mir auch irgendwie Geschichten erzählt. Ja, ihr Freund wäre in der Klinik und hätte vom Volleyball ein Kollege hat dann erzählt, ja, er hat schon Angst, wenn er jetzt Corona bekommt und das Krankenhaus ist weiter als 30 Minuten entfernt. Hat überlegt, dass er sich jetzt schon, was macht er jetzt, wenn er Corona bekommt, dass er dann erstickt und dass er da Angst hat. Und dann war ich ja in Tirol gewesen und hat dann die Gastwirte noch erzählt, ja, die Leute, die haben ganz schön gehustet und so weiter. Auf jeden Fall, ja, hat dann mein Kanal einen kleinen Rückschlag bekommen, weil ich dann eben Videos gepostet habe, die ich aus heutiger Sicht nicht mehr posten würde. Ich habe dann auch irgendwann natürlich dann habe ich Bhakti gesehen, konnte es wie gesagt gar nicht glauben. Ich habe dann gedacht, die einen Experten gegen die anderen Experten, aber die ganzen Regierungen werden ja nicht so doof sein. Die werden jetzt ja nicht den Experten glauben, obwohl es, wenn es Idioten sind, in Anführungszeichen. Weil es sind doch so viele Interessen, dass nicht die Wirtschaft kaputt gemacht wird. Es kann doch nicht sein, dass die Regierungen die Wirtschaft kaputt machen. Ohne Grund, das gibt es doch überhaupt nicht. Ich glaube auch, das denken auch heute noch viele. Deswegen, man darf nicht aufgeben, muss immer weitermachen, weil es wirklich unwahrscheinlich ist. Und wenn man jetzt Bhakti und die ganzen Leute nicht kennt, man muss sich dann, glaube ich, in diese andere Welt reinversetzen. Da ist, glaube ich, wirklich viel Aufklärungsbedarf. Und wir dürfen da nicht nachgeben und müssen immer weitermachen. Weil, wie gesagt, in ein paar Wochen bin ich auch drauf reingefallen. Auf jeden Fall dann ist erstmal lange Zeit nichts mehr passiert. Und dann habe ich aber halt mich dann davon erholt. Und dann kam jetzt plötzlich das Video mit Bodo Schiffmann am Ende, das gelöscht wurde. Und das hat dann nochmal, in den 2,5 Tagen hat es 2.000 Abonnenten gebracht. Also unfassbar, das hatte 135.000 Aufrufe innerhalb von 2,5 Tagen. Was ich aber auch übertrieben finde, dass YouTube das eine Video so stark verteilt, die anderen Videos nicht verteilt. Also auch bitte jetzt nicht auf die Aufrufzahlen gucken. Ich gebe mir bei allen meinen Videos, gebe ich mir Mühe. Und weil jetzt ein Video 1.000 Aufrufe hat, dann heißt es nicht, dass es schlecht ist, sondern heißt einfach nur, dass YouTube es nicht verteilt. Weil eben keine bekannte Person drauf ist, weil die Leute einfach nicht draufklicken, normalerweise. Also eigentlich alle Videos, die ich gut finde, die lasse ich oben. Und egal, wie die Aufrufzahlen sind, das ist, wie gesagt, nur, wie die Leute halt draufklicken. Mit Bodo Schiffmann, das war auch verrückt. Ich habe dann einige Videos gehabt, die liefen eher so nicht so toll. Aber was heißt nicht so toll? 1.000 Aufrufe und so ist ja auch super. Aber ich hatte mich schon gewundert, dass YouTube das doch relativ schwach verteilt hat. Und dann habe ich mir schon gedacht, mit Bodo Schiffmann dachte ich mir schon, ja, das, der Name, das zieht. Und dann der Titel Bodo Schiffmann lässt RTL aussehen. Es ist auch so, dass ihr, das habe ich auch gemerkt, ihr guckt immer lieber, wenn es ein Happy End hat, also wenn es irgendwie gut ausgeht für die gute Seite. Also wenn Bodo Schiffmann lässt RTL alt aussehen, dann will man das gerne gucken, weil man muss so viel einstecken, so viel ertragen, dann freut man sich, wenn man einen kleinen Erfolg hat. Das war bei den Vital-Videos auch so, dass immer diese Videos, wo man einen kleinen Erfolg verbuchen kann, wo man es den Altmedien mal gibt, die Videos, die werden gern geklickt. Da habe ich mir auch schon gedacht, bei Bodo Schiffmann, das Video, das sollte jetzt eigentlich ganz gut geklickt werden. Ich bin dann ins Volleyballtraining. Hab mir gedacht, ja, das ist dann, wenn ich zurückkomme und es sind 5.000, dann ist es schon super. Ich hatte das, glaube ich, um 3 Uhr nachmittags gepostet. Und dann bin ich dann zurückgekommen, um, glaube ich, um 10:30 oder um 11. Und ich hatte es um 15 Uhr gepostet und ich kam um 11 Uhr zurück und es hatte dann 64.000 Aufrufe. Das ist halt wirklich verrückt. Und dann lief es am nächsten Tag auch noch super. Und ich denke, wenn es noch weitergelaufen wäre, das hätte wahrscheinlich 200, 300, 400.000 Aufrufe bekommen. Aber nach 2,5 Tagen hat es dann YouTube gelöscht. Aber ist ja auch egal, weil dieses
dieses Erfolgsrezept, dass du halt irgendwie einen Videoausschnitt hast, wo mal den Altmedien oder den Altparteien ein bisschen eingeschenkt wird. Dann hast du eine bekannte Figur auf dem Cover. Das ist natürlich wiederholbar. Aber das soll ja eigentlich auch, es geht ja nicht um Clickbait, aber ich denke, die Strategie wird so sein, halt ein bekanntes Gesicht. Und dann probiere ich halt meine Inhalte, die meiner Meinung nach in den anderen Videos auch nicht schlechter sind, probiere ich dann da unterzubringen. Ja, unglaublich. Wenn mir das, ich hätte vor einem Jahr, als ich dann, glaube ich, irgendwie 80 Abonnenten hatte. Aber es sind eben, ja, ich war auch Glück gehabt, war auch Glück. Also man braucht halt, es ist so, es gibt ganz viele tolle YouTuber, die machen tollen Content und die mühen sich ab. Aber die haben halt eben nicht diese Clickbuster. Weil, wie gesagt, nur dieses Bodo Schiffmann. Ich habe mir ganz viele Videos gemacht, mir Mühe gegeben, ohne Ende. 40-Minuten-Videos gemacht, die wirklich aufwendig waren zu schneiden. Und das ist dann wirklich ganz viel Mühe. Dann habe ich diesen einen Bodo Schiffmann-Titel. Und der bringt dann viel mehr als alle Videos zusammen. Also das könnt ihr ja sehen, hier die paar Videos haben 1500 Klicks, 1000 Klicks, 2000 Klicks. Na gut, 2000 schon. Und dann kommt ein Bodo Schiffmann und hat 135.000 Klicks. Und es ist ja auch nicht anders als meine anderen Videos. Und da habe ich einfach Glück gehabt. Und es gibt andere tolle Kanäle. Ja, die haben halt nicht so virale Videos und die hängen dann halt immer noch bei ihren, kommen halt nicht voran. So, jetzt habe ich lang genug geredet. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ihr anders haben mögt bei meinem Kanal, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt. Ich denke jetzt mit diesem Licht im Hintergrund, das sieht ganz schön aus, da entsteht so ein Farbverlauf. Wenn ihr noch andere Ideen habt, wie ich meine Optik verbessern kann. Wie gesagt, nur leider aus dem Raum hier, da komme ich jetzt schlecht raus im Moment. Das ist einfach hier zu praktisch zum Schneiden und zum Arbeiten. Und hier möchte ich eigentlich jetzt hier nicht raus. Gibt natürlich schönere Locations. Aber ich glaube, das sieht jetzt auch so ganz okay aus. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, ich kann hier vielleicht auch noch irgendwelche Lichter aufhängen. Aber ich glaube, mit dem Farbverlauf, das sieht jetzt schon ganz schön aus. Das Auge sieht auch mit. Ich wurde ja auch oft auch wegen diesen Trainingsanzügen kritisiert, aber die sehen halt einfach irgendwie auffällig aus. Und das ist auch meine Erfahrung. Man sieht es ja, man kriegt ja immer diese ganzen Statistiken. Und die Leute, die bleiben einfach irgendwie, einfach, das geht ja bei den ersten Sekunden, da schalten ganz viel ab. Und man sieht eben, dass wenn ich sowas anhabe, dann bleiben die Leute bei den ersten Sekunden meistens noch dran und dann gucken sie es auch fertig. Das klingt jetzt absurd, aber es ist wirklich so. Man muss irgendwie was Auffälliges anhaben, dann sind die Leute erstmal neugierig und gucken eher zu, als wenn ich halt irgendwas Langweiliges anhabe, was jeder anhat. Und ich finde, also mir gefällt die Jacke auch. Ich finde, die sieht irgendwie flott aus. Schöne Farbe und halt was nicht jeder anhat. So ein Hemd hat halt jeder an. Wie gesagt, schreibt, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt für meinen Kanal. Was für Themen euch interessieren. Macht's gut. Bis bald.